Hallo Kinder, seid ihr bereit, ein paar Grashüpfer zum Weinen zu bringen? Jetzt zahlen wir der Wanderhahn auf Blaubeerenart. Die Blaubeeren schlagen zu. Yeah! Also los! Level 11. Blaubeeren-Pfadfinderinnen zur Hilfe. Finde alle 5 Blaubeeren-Pfadfinderinnen, um den Vogel zu fliegen. Ja, und ich habe das Ganze hier schon ein paar Mal gespielt, ehrlich gesagt. Und immer wieder ist was schief gelaufen, ob jetzt mit der Aufnahme oder mit dem Sound hier, ja, oder ich bin einfach komplett nicht weitergekommen und wollte euch nicht damit nerven. So, und genau, ich hoffe, dass es jetzt wiederum ganz gut passt und dass ich jetzt entspannt bin und hier das Level beenden kann. Denn eigentlich, ja, ist es gar nicht mal so schwierig. Als erstes kümmere ich mich darum, hier die ganzen Gegner mal wegzuhauen. Ich gehe einfach mal in diese Richtung. So, Hallöchen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu leise mit der Musik für euch, aber in meiner letzten Aufnahme war das irgendwie super laut, sodass ich die auch nicht verwenden konnte, weil man mich gar nicht verstehen konnte. Deswegen machen wir das Ganze noch einmal. So. Und ich bin wirklich auch bei den letzten Aufnahmen immer mindestens einmal komplett gestorben. Musste dann also komplett neu anfangen hier. So. Und hier kriegen wir mal unsere ersten Münzen. Die ersten grünen Münzen. Genau, hier ist das nämlich strategisch wie immer aufgebaut. So, wir springen von hier. Bitte darüber. Es ist ein bisschen weiter Abstand, aber es geht auf jeden Fall, wenn die Kamera sich hier mal dreht und wir richtig abspringen. Dann geht's auf jeden Fall und wir kriegen die nächste Pflanze. So, und die nächsten Gegner holen wir uns hier unten auch noch. 32 gibt's insgesamt. Viele Wespen, viele Spinnen. Und diese Moskitos oder Mücken wahrscheinlich. Na komm. So, dankeschön. So, ich glaube, hier komme ich mit der Pflanze an die nächste Münze. Genau, dann haben wir die nächste grüne. Und ja, gehen noch ein bisschen weiter mit unserer Maschine hier. Genau, und hier ist dann der Aufgang zum Baum. Aber wir bleiben erst noch einmal hier unten. Denn ich habe keine Lust, hochzugehen und wieder komplett runterzugehen. Und wir können jetzt schon hier unten alles abschließen und alles bekommen, was wir brauchen. So, die nächste... Huch, nicht stehen bleiben. Die nächste Spinne. So, und jetzt hier haben wir diesen komischen Hügel mit der Wurzel vom Baum. Und hier haben wir die eine Spinne. Und auf der anderen Seite haben wir noch eine Spinne. Warte, wo ist sie? Wo bist du? Da bist du. Ja, hallo. So, haben wir hier das Getreidekorn schon? Weil hier ist nämlich auch eins am Anfang. So, ich glaube, eine Wespe haben wir da vorne noch. Und eine, genau. Und noch eine Spinne. So, beide. Genau. So, Hallöchen. Hallöchen, ja, komm her. Danke. So. Du kommst auch noch her. So, und dann sollten wir alle haben, oder? Ich glaube, dann haben wir alle. Okay. Ich gehe mal weiter. Wir können mal hier durchgucken. Ja, da sehen wir den Aufgang zum Baum und die goldene Beere. So. Dann gehen wir nochmal weiter, genau, und hier sollten wir jetzt rankommen und die nächste braune Münze erhalten. Genau, dann haben wir den Propeller. Der Propeller ist auch sehr hilfreich für uns.
Denn damit bekommen wir die nächste braune Münze. Hier unten. Aber natürlich noch nicht die goldene Beere. So, die könnte ich dann auch schon rausholen. Und dann gehe ich wieder hier lang. Und mache jetzt eine etwas kompliziertere Sache, um hier die nächste braune Münze zu bekommen. So, dich machen wir zu einer Pusteblume. Dich hier vorne können wir nur zum Propeller machen. Und dich in der Mitte machen wir auch zum Propeller. So, genau. Und dann fangen wir in der Strecke hier an. Wir schweben weiter. Wir lassen uns hoch wirbeln und das war nicht hoch genug. Nein. Weil irgendwie, genau, wird man nicht so ganz, oder man kommt immer wieder runter so. Und das ist, ja, so haben wir es geschafft. Perfekt. Und ich werde jetzt einfach ein bisschen weiter schweben, um ein bisschen schneller voranzukommen. So. Und jetzt laufen wir einfach weiter. Mit ein bisschen springen, so um den Baum herum. Und dann kriegen wir nämlich die goldene Beere und dann sind wir bereit, den Baum nach oben zu gehen. Aber das ist dann der anstrengende Part hier bei diesem Level, weswegen auch ich auch immer gefailt bin. Denn wir können noch einmal hier rauf gucken, da sehen wir ziemlich dunkel diesen Vogel. Und die Prinzessin. So. Können wir dich schon mal erledigen. Einfach hier Chili Vanilli hochlaufen, bis unsere Gegner kommen. Also ja, das sind auch unsere Gegner, aber bis die Eicheln hier runterkommen. Die machen es mir ein bisschen schwer, weil ich nicht so geduldig bin, glaube ich. Weil ich einfach nämlich die Geduld haben sollte, einmal zu sehen, wann, oh Gott, wann die hier runterrollen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt vielleicht eine kommen kann, ob ich warten sollte oder ob ich springen sollte. Weißt du, jetzt laufe ich nämlich und jetzt kommt bestimmt gleich eine, aber hier ist nämlich genug Platz. Vielleicht sollte ich dann einfach hier mal warten. Ich weiß nicht, wann die getriggert werden. Aber hier müsste eigentlich auch eine runterrollen irgendwann. Oder soll ich doch um die Ecke gehen? Das ist dann halt immer so das Ding. Gehe ich um die Ecke und riskiere es, dass ich von der Eichel getroffen werde? Okay, und hier haben wir unsere erste Blaubeerpfadfinderin. Und bis jetzt haben wir noch unsere ganze Energie. Ich bin gespannt, ob wir jetzt in einem Rutsch durchkommen. Einfach, weil ich es jetzt nicht fünfmal hintereinander gespielt habe, dieses Level, wie vor 2 Tagen, sondern einfach, weil ich ein bisschen entspannter bin. So, aber wir sehen, da kommt die Eichel. So, und weiter geht's. Und um die Ecke. Die kommen nämlich später auch häufiger. Das ist nämlich auch noch so fies. So, jetzt gehen wir ganz vorsichtig. Wir wollen natürlich auch unsere ganzen Buchstaben haben. Oh Gott. Ja. Und die bekommen wir hier auf diesen tollen Ästen, die wir nicht immer so einfach erreichen wie hier. So, und wir nehmen dich auch mit. Ohne Musik, ohne Sound, ohne alles in dieser Zwischenszene. Aber gut, das waren die Spiele 1998, würde ich mal sagen. Und dafür finde ich es wirklich gut. So, warte ich jetzt hier, bis eine Eichel kommt. Ich kann aber auch einfach, ja, guck mal, da kommt die nächste Eichel und wenn wir hier schwingen, sollte sie uns nicht treffen. So, jetzt gehe ich auch um die Ecke. Ich höre was. Ist das eine Eichel, die ich da höre? Ich bin mir immer nicht sicher. Da sollte ich es wagen, weiter... Oh Gott, okay, da kommt eine. Ich wage es mal nicht weiterzugehen. Und manchmal trifft sie einen halt trotzdem. Und das finde ich auch mega fies. So.
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht die blaue hier nehme. Das wäre nämlich fatal. Dann kann ich nämlich nicht mehr meine letzten Gegner mit der goldenen Beere erledigen. Zumindest wüsste ich nicht, dass ich die goldene nochmal auswählen könnte. Und wir haben ja auch keine lilanen Münzen gehabt, sondern einfach nur die Beere gefunden. Oh nein! Aua, aua, aua. Naja, zum Glück tut ihm das nicht weh, wenn er runterfällt. Aber so wollte ich das eigentlich nicht. Ich hätte erst erwartet, später runterzufallen. Aber okay. Dann gehen wir halt noch einmal hoch. So, genau, ausweichen hier, immer schön nach vorne gucken. Ist natürlich auch blöd, wenn die Kamera eine Sekunde braucht, um irgendwie sich einzurichten. Und mir den richtigen Weg zu zeigen. Oh shit. Seht ihr? Und dann bin ich nämlich zu voreilig und will hier so schnell, schnell einfach rüber. Und wenn ich überhaupt eigentlich ein bisschen vorsichtiger sein sollte, genau, da seht ihr, die nächste Eichel kommt. Ich renne mal hier so hin. Ich hoffe, sie trifft mich nicht. Gut, gut, gut. Wunderbar, wunderbar. Oh, seht ihr? Und dann passieren solche Geschichten. Genau. Genau, genau, genau sowas passiert dann. Und dann kommt nämlich schon die nächste Eichel. Wenn ich schneller hochlaufe, kommen die dann schneller? Das wäre ja voll mies, wenn die so getriggert werden. Das könnte aber sein. Das könnte sein. Oh, ja, genau. So, und da oben im Screen habt ihr gerade vielleicht das L gesehen. Das ist nämlich ein bisschen versteckter und da oben sieht man das K. So, und bevor ich jetzt hier wieder getroffen werden kann und runterrutsche, hui hui hui, machen wir uns erstmal locker. Sammeln hier Getreide ein und Kinder. Hallo. Gut, du warst Nummer 3 schon, oder? Ja, noch 2 müssen wir einsammeln. So. Und das Fiese ist auch, wegen der Grafik sehe ich manchmal so spät, wann die Eicheln kommen. Das ist nämlich auch gar nicht mal so nett gemacht hier. So, da kommt die nächste. Ich schwinge ein bisschen und weiche ihr damit aus. So, du bist das vorletzte Kind. Hi, hi. So, und dann müssen wir nämlich nochmal aufpassen, wo jetzt das L war. Ist das jetzt da unten? Oder war das jetzt da vorne schon irgendwo? Wenn ich jetzt hier so hingucke, sehe ich nichts, ne? Oh, die Kamera ist halt auch so blöd, dass man da sehr schlecht was sehen kann. So, da kommt nämlich schon die nächste Eichel. Seht ihr, wie kacke die ist? Wie kacke das alles ist hier? So. Irgendwo hier sehe ich die nämlich. Müsste ich die sehen? Irgendwo hier unten. Ist da das L? Nee, warte, da vorne, glaube ich, bei dem Dicken. Oh, da bin ich gar nicht hochgekommen. So, jetzt schnell Kamera drehen, bevor die nächste Eichel kommt. Seht ihr, da ist schon die nächste. Oh, nee. Das hat auch nicht funktioniert, weil hier ist der Spinnenfaden irgendwie... Oh nein, das war auch nicht gut. Da kommt schon die nächste Eichel. Hier ist der Spinnenfaden nämlich irgendwie so weit draußen. So, jetzt aber. Jetzt aber, seht ihr, da unten ist das L. Jetzt will ich mich hier mal ganz Chili-Vanilli hinstellen, ohne dass eine Eichel kommt, bitte. So, und irgendwie so muss ich jetzt hier drauf. Ja, okay. Und hier ist nämlich auch ein Getreidekorn, das wir auch noch benötigen, damit wir vollständig da alles haben. So, genau. Ein Gegner noch, ein bisschen Getreide und das K, das wir da oben glitzern sehen. So, nicht die blaue. Okay, so, hi. Okay. Komm
kommt wahrscheinlich gleich die nächste. Soll ich hier mal warten? Ja, sehr gut, wir warten. Okay, um die Ecke bitte. Gott, diese Ansichten immer sind grauenvoll und dann sehen wir die Eichel nicht. Okay, aber wir konnten noch ausweichen. So, genau, hier waren wir gerade, da unten beim L. Dann geht es weiter. Da warten wir mal. Du kriegst mich nicht. So, aber dich kriegen wir und du bist unser letzter Gegner. So, und das K. Ja, genau, dann passiert sowas und dann beißt uns das Ganze zweimal in den Hintern. Du bist unser letztes Kindchen, genau. Letztes Kindchen wollen wir natürlich noch nicht haben. Aber wir nehmen schon mal das ganze Getreide, kriegen dadurch wieder volle Energie. Und wenn wir jetzt hier runtergehen, ist halt ein bisschen blöd, weil die Eicheln hier natürlich auch vorbeilaufen und uns treffen können. Genau so zum Beispiel. Und dann fallen wir runter. Dann sind wir wieder hier und warten, bis die Eichel vorbei rollt. Und die nächste, die wahrscheinlich auch hier wieder auftritt. Ja, ich sehe sie doch schon da hinter der Ecke. Ah, Kamera. So, ich hoffe, sie trifft mich nicht. Sie trifft mich nicht. So, das war ungut. Da kommt schon die nächste. Ah, so. Und weiter geht's. So, da kommt das, die grüne Liane Nummer 1. Die grüne Nummer 2. So, wir warten mal, bis die Eichel vorbei ist. Okay. Dann will ich runter. Weil irgendwo. Ja. Irgendwo ist nämlich das K. Da unten. Ja. Nein. Oh Gott. Okay, ich muss noch weiter nach rechts. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir lassen. Nein. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Du bist in vollster Ruhe, im vollsten Ruhemodus hier. Kommt eine Eichel? Kommt keine. Wahrscheinlich wird die erst hier irgendwo getriggert, ne? Kommt keine? Oh, es kommt eine. Es kommt eine. Okay. So, wir springen hier dran. Gehen weiter. So, ganz vorsichtig. Wir springen weiter. So, aber das war hier, ne? Das war eigentlich hier, wo das K ist, richtig? Richtig? Kann ich das bitte nochmal sehen? Hallo? Kann ich das da unten? Genau, da unten sehe ich das. Da unten sehe ich dich. Ja! Oh, ja! Okay, okay, okay. Puh. Nicht die Nerven verlieren, nicht die Nerven verlieren. Ich war nämlich auch schon mal so weit, habe hier alles eingesammelt und hab dann meine ganze Energie verloren wegen dieser scheiß Eicheln. So, okay. Ganz souverän haben wir das gemacht. Oh, das wäre ja klasse, wenn wir das jetzt wirklich komplett schaffen. So, vorsichtig. Ich warte, ich warte, ich warte. Da rollt sie. Da rollt sie, ich sehe dich. Du rollst einfach an mir vorbei. So, die nächste rollt auch an uns vorbei. Wir springen ganz easy weiter. So, hier habe ich das Gefühl, hier kommt irgendwie nie eine. Außer hier, genau, beim zweiten kommt irgendwie eine. Die werden anscheinend so speziell getriggert. So, und hier kommt, glaube ich, keine mehr. Ich muss nur es schaffen, da hoch zu springen. So, bitte Kamera und bitte lass jetzt keine mehr hier auftauchen. So, wir schwingen nochmal. So, bitte. Okay, letztes Kind. Ja. Alright. Und dann müssen wir jetzt nur noch zum Vogel. Hallöchen. Hallöchen. So.
Ah, Level beendet. Ach, wie schön. Kriegen wir einen Bonusclip? Ja! Ihr könnt es schaffen! Ihr müsst es einfach schaffen! Hey! Ich sagte, wo ist sie? Und los! Juhu! So, wir speichern. Und wir speichern hier, wo ich das eigentlich schon mal gespeichert hatte. So, es geht weiter zum Schlachtfeld. Oh, das war eine voll doofe Idee. Weißt du, Hopper, die Natur hat ihre eigenen Gesetze. Die Ameisen sammeln das Futter und die Ameisen behalten das Futter. Und die Grashüpfer verschwinden. Level 12, führe die Revolte an, zeig dem Ameisenvolk, wie es gemacht wird und besiege Fred. Oh Gott. Okay. Ich versuche mich erstmal hier ganz unauffällig zu halten und hier alles einzusammeln. Hi. Ach, hallo. Ich habe dich ja gar nicht gesehen. Okay, da ist Fred. Da ist Fred, gegen den ich kämpfen muss. Hallo. Tschüss, Fred. Ah, lass mich in Ruhe, Fred. So. Hier kriegen wir grün. Das ist schon mal schön. Ah, nein. Oh Gott. Ist ja voll... Ah, kann ich da drauf? Was ist das? Das ist schön. Ich kriege eine Beere. Wieso kriege ich eine Beere? Aua. Oh, ich bin tot. Okay, ich glaube, ein Leben habe ich noch. So, hier könnte ich ein bisschen was gebrauchen. So, wir nehmen dich mal mit. Aua. Können wir? Können wir hier mit dem Pilz schon mal grün holen? Ja, können wir. Wir können dann hier sicher auch unser Blättchen machen und... Nein, können jetzt noch nicht. Können jetzt noch nicht hier hoch. Nee, anscheinend wirklich noch nicht. Gut, dann müsste ich aber hier meinen Samen, aua, mal wieder mitnehmen. Zur anderen Seite, wenn ich hier alles haben will. So. Kriege ich denn jetzt hier mit grün? Kriege ich schon mal die nächste grüne? Okay, das ist doch wunderbar. Dann versuchen wir die nächste grüne und hier hochzukommen. Ist halt ein bisschen blöd, wenn die Gegner immer spawnen. So. Wir holen schon mal die blaue Beere. Wunderbar. So, jetzt schnell hier raus, bevor du wiederkommst, du blöde... Oh Gott, bin schon fast wieder down. So, weiter geht's. Mit Grün. Die wird mich wahrscheinlich gleich wieder töten, hier die Spinne. Ja, oh nein! Okay, noch einmal. Aber sie denkt. Ja, wir haben nichts gemacht. Spielende.
Okay, neuer Versuch. So, du bist hier rausgekickt. Okay, so, wir nehmen dich mit. Können dich auch mal hier schon hinstellen, glaube ich, und das K bekommen, oder? Nee, noch nicht. Gut, dann noch nicht. Dann hier ist ein bisschen, bisschen scheiße, weil Fred hier auf mich zugelaufen kommt. So. Achso, du warst vielleicht. Ah, nee, wir machen erst die andere Seite. Weil ich nicht weiß, ob ich da mit dem Pilz schon hinkomme. Wobei, müsste ich eigentlich, ne? So. Wir machen Pilz. Wir holen Grün. Wir machen. Komme ich nicht hier auch schon irgendwie ran? Ah, guck mal, da bin ich schon rangekommen. Wunderbar. Wunderbar. Oh, nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So, da hinten komme ich definitiv noch nicht dran. So. Wo bin ich denn als nächstes hingekommen? Ich habe doch da die andere Grüne noch geholt, ne? Wunderbar. Und dann habe ich dich doch mit Grün. Mit Grün hier die Lilane geholt. Oder? Da hatte ich dann erst eine andere geholt. Ja, ne? Ja, da kam ich noch nicht ran. Okay, okay. Dann schnell wieder hier raus. Bevor die kommt. Genau. So, grün. Grün. Aber da oben kam ich jetzt auch noch nicht hin, ne? Ich kam, wenn dann. Oh. Ich habe noch keine Lust, hier von Fred übermannt zu werden. Oder kam ich hier mit der grünen hin? Nee, oder? Oder doch? Oh, komm schon. Hallo. Raus hier. Okay. Nee. Nee, so ging das noch nicht. Wo kam ich denn hin? Oder war ich da hinten? Nee, aber da kam ich ja. Nee, da komme ich doch auch noch nicht hin. Wo war ich denn vorhin? Ah, ich war einfach hier schon. Genau. Ich habe dich einfach geholt. Na klar. Na klar. So, da ist ein bisschen Heilung. So, und mit dir sollte ich an die beiden Lilanen kommen. Genau. So, dann nehmen wir dich hier wieder raus. Können dich hier wieder. Okay, da kam auch wieder Heilung. Das ist sehr schön. Dann warte ich aber vielleicht, bis sie nochmal kommt. Oder versuche halt hier gleich drauf zu springen. So. Au. So. Dann nehmen wir dich raus und nehmen mal ganz schnell dich hier einfach irgendwo hin, wo wir safe sind. Und holen die grüne Beere. Eine grüne Beere ist schon mal schön. So. Kann ich hier mit grün hoch? Und schon mal den anderen Buchstaben holen? Ja. Ach, wie schön. So, dann haben wir doch hier hinten nochmal das K. Das kann ich doch jetzt auch holen.
sehr schön. Dann bekomme ich da hinten die nächste lilane. Ist das möglich? Oder ist das hier noch nicht hoch genug vielleicht? Ja, wahrscheinlich noch nicht hoch genug. Wir können es ja mal probieren. Ja, doch hoch genug. Okay. Sehr gut. Eine lilane fehlt uns nur noch. Und dann sind wir schon bei Gold. So. Okay. Jetzt muss ich halt wahrscheinlich einmal in Fred reinlaufen. Aua. Hilft mir diese rote Beere? Nee, eigentlich gar nicht, ne? Eigentlich doch gar nicht. Oh Gott. Und es ist auch schön, wie alle anderen so rumstehen. Vielleicht sind die roten Beeren eigentlich eher blöd, weil rote Beere habe ich doch sowieso... Nein! Nein! Oh Gott, er tötet mich fast. Ich glaube, ich muss ein bisschen... Hey, habt ihr bitte ein bisschen Heilung für mich? Oh nein! Okay, einen Versuch habe ich noch. Schnell weg von ihm. Schnell weg, schnell weg. Okay, bitte. Ich will eigentlich ein bisschen Heilung von euch haben. Spinnchen. Achso, jetzt habe ich ja, brauche ich ja gar keine Heilung. Aber der rennt auch so richtig strange rum. Kann es sein? Ich habe Angst. Ich habe Angst vor dir. Natürlich habe ich Angst vor dir. Okay. Kann ich das irgendwie predikten, wie der so rumläuft? Und ich kann predikten, wie weit er rumläuft, ne? Aber... Ja, scheiße. Okay. Oh, ich habe immer noch ein Leben? Das ist ja krass. Ich habe immer noch ein Leben. Hi. Ja. Gott. Gott, 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 Gott. Heilung, Heilung? Nee. Heilung, Heilung? Kriege ich vielleicht Heilung nicht mit den... Oh doch. Du hast Heilung. Sehr schön. Danke. Danke, Spinnchen. Ich bin so dankbar, dass du hier bist. Okay, warte, warte, warte. Was machen wir? Wir machen bei dem anderen, wir machen grün, ne? Wir machen einfach grün und dann kommen wir da oben hin. Und dann kommen wir da oben hin. So. Und dann lassen... Nein. Scheiße. Habt ihr den ganzen Sommer lang gespielt? Gut, ich würde sagen, wir machen das Ganze in der nächsten Folge. Bis dann.